Hallo alle miteinander. Nun haben sich ein paar Strudel aufgetan. Hier, das war jetzt noch im Januar gewesen. Das war der einzige Strudel, den ich da hatte. Das ist eine Spitzhornschnecke. Die habe ich aus dem Gartenteich rausgefischt im Herbst noch und habe sie zusammen mit ihrem Kollegen, also ich habe eigentlich zwei Spitzhornschnecken geholt. Ich habe sie zusammen mit ihrem Kollegen in ein kleines Becken, das war ein Katzenklo früher gewesen, habe es als Aquarium umgebaut, paar Steine reingetan. Und da habe ich die erstmal die ersten 2, 3 Monate gelassen. Ja, der Kollege hier hat überlebt von den beiden. Der erste Kollege, die erste Schnecke, die stand dann eines Tages rücklings im Sand und war ganz hellbraun gewesen, ist so langsam nach vorne rausgekrochen aus ihrem Haus. Und die zweite, ja, war da drin gewesen. Als ich das dann gesehen habe, habe ich ganz, ganz schnell das große Aquarium hier aufgebaut, dass es ein bisschen mehr Platz hat, ein bisschen mehr Licht, ein paar frische Pflanzen und so. Und dann habe ich gar nicht schlecht geguckt, dass in dem alten Katzenklo ein Haufen Jungschnecken gewesen sind. Na, also haben die, bevor die eine da gestorben ist, nochmal Babys gemacht. Und die Jungschnecken habe ich dann in das große Aquarium hier reingesetzt. Und habe jetzt somit ein Aquasnailsic-System. Ist das richtig? Wenn Aquaponik, also Aqua für Wasser und Ponik für Fische steht, dann müsste ja Aquasnailsic-System mit Schnecken sein. Ja, ne, oben drüber dann die Ceramisbehälter mit den jeweiligen Pflänzchen. Und hier seht ihr jetzt schon, dass auch diese eine Schnecke noch Laich hatte sozusagen und den Laich hier in dem großen Aquarium es abgesetzt hat. Das heißt, da werden ganz, ganz viele kleine Schnecken draus werden. Ja, Ende letzten Jahres hat Bioponic Schiller mir eine Nachricht geschrieben, dass ich mich mal melden sollte. Daraufhin habe ich auf ihren Kanal geguckt und war ganz begeistert gewesen, was sie da aufgezogen haben. Sie haben es dann noch mit Aquaponik gemacht, also mit Fischen und etwas viel, viel größer als ich hier. Aber was dort so alles gewachsen ist in diesem großen Ceramis-Markenname, also Tongranulat, ne, großen Blähton, das hat mich dann schon verblüfft. Naja, das wird hier immer gefüttert. Ab und zu, vor ein paar Tagen haben sie ein Stückel Banane bekommen. Irgendwas, was leicht zu essen ist, ne, oder irgendwelche Blätter, die nicht zu hart sind. Und ja, dann fressen die das und kacken das Wasser voll. Das vollgekackte nitratreiche Wasser geht hier hinten durch die Pumpe, die ihr da seht, hier hoch auf die Steine. Dann wird sie ein bisschen verwirbelt, ne, dass wieder ein bisschen Sauerstoff und so reinkommt, dass es ein bisschen aufenergetisiert wird. Ja, und hier drin haben wir momentan Radieschen. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. So tief ist es gar nicht. Ich meine, die Radieschen, die müssen ja schon ein bisschen in den Boden rein. Ich bin mal gespannt, ob es was wird oder nicht. Und als Lichtquelle haben wir hier zwei von diesen Vollspektrum-LED-Lampen, die es momentan für ein Apple und ein Ei von unseren chinesischen Freunden gibt. Freunden, Kameraden, Kollegen, Mitmenschen, ja, Schwarmbewusstsein. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ja, bis jetzt, toi, toi, toi. Jetzt müssten wir es doch halbwegs drauf bekommen. Wo bist du denn, Kollege? Da ist er, der Kollege. Der Kollege Schnürschuh. Der sieht jetzt wirklich eins zu eins aus wie Gary, von der Form her. Also wie so eine, ja wirklich eins zu eins wie Gary, kann man fast sagen. Mal gucken, ob er sich von der Seite noch zeigen möchte. Ja, wir warten mal noch ein bisschen ab. Ich kann euch ja derweil nochmal die stinknormalen Spitzhornschnecken zeigen. Ja, die andere hat überlebt und ganz viele Babys haben sie ja gemacht. Ne? Von daher, ja, wird schon passen. Mama Natur. Ja, hier, das ist auch ein Kindlein. Das ist echt extrem. Also ich bin verblüfft, wie schnell die wachsen. Ne? Das war jetzt, so, seit wann habe ich die? Also die hier dürfte jetzt nicht älter als 2 Monate sein. Ja, älter als 2 Monate ist die noch nicht. Und dafür ist die schon ganz schön groß, muss ich sagen. Ah, jetzt hat sich Gary mal von der Seite gezeigt. Hallo, willkommen. Komm mal ein bisschen mehr in die Sonne hier. Ein bisschen
bisschen mehr ans Licht. Aber da ist er jedenfalls. Seht ihr den da hinten? Was ist denn das für eine Schnecke jetzt? Kann das sein, dass eine von diesen Spitzhornschnecken Eiern zu sowas geworden ist? Oder? Weil die ganzen toten Muscheln, die hier drin liegen, ne? Die habe ich jetzt bestimmt, weiß nicht, seit wann ich die habe, 4, 5 Jahre, habe die irgendwo mal bekommen, die Hand gedrückt bekommen und die haben 4, 5 Jahre kein Wasser gesehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da so ein kleines Wasserschneckenei die ganze Zeit ohne Wasser überlebt. Vor allem ist ja nur eine. Es sind ja nicht mehrere, also bis jetzt. Das ist schon komisch und die ist auch irgendwie viel schneller und irgendwie nur auf dem Grund unterwegs. Die habe ich bis jetzt nur hier unten gefunden. Die anderen, die sind ja irgendwie Lungenatmer und müssen ab und zu mal an der Oberfläche, um da Luft zu holen. Das habe ich bei der hier bis jetzt noch nicht mitbekommen. Das ist wie so ein Posthorn, sieht die aus. Und hat im Verhältnis zu den anderen übelst lange Fühler. Ich bin mir jetzt absolut nicht sicher, wo das herkommen soll. Das Wasser, was ich hierfür genommen habe, das ist aus der Leitung und als ich meine zwei Schnecken aus dem Garten hertransportiert habe, da hatte ich die in so einem Gurkenglas drin gehabt. Gut, da waren noch ein paar Wasserflöhe und sowas mit drin, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich da so ein Ei mit erwischt habe, vor allem im Garten habe ich auch nicht solche Schnecken hier im Teich drin. Da habe ich, also die habe ich noch nie gesehen, muss ich jetzt mal so sagen hier. Haha, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen, wo die wahrscheinlich her sein könnte. Ich war in der Zoohandlung gewesen und habe mir diese Pflänzchen hier geholt. Ne? Das waren eigentlich nur zwei Pflänzchen, die habe ich dann auseinandergerufen, habe mehrere draus gemacht. Und ich glaube, in dem Aquarium waren auch solche Schnecken drin gewesen. Na, das fetzt. Da habe ich jetzt also über die Pflanzen so ein kleines Schneckenei mitbekommen und habe jetzt kostenlos sozusagen dazu eine richtige Wasserschnecke bekommen. Das fetzt. Also was heißt richtige Wasserschnecke? Ich bin mal gespannt, ob die auch mal an die Wasseroberfläche muss und atmen muss, wie ihre anderen Kollegen. Aber, puh, Glück gehabt. Also wir haben hier nichts mutiert. Ja, da ist also alles ganz normal. Total krass. Ich zeig's dir gleich, Kali. Nee, hier hat eine Schnecke einfach so im Grashalm aufgestellt. Die ist drüber geglitten und dann hat sich der Grashalm aufgestellt. Guck mal hier unten. Jetzt klettert sie am Grashalm wieder gerade runter. Der hat die ganze Zeit gelegen, hier bei der Ecke. Ach, na eben, oh Gas. Die hat vorhin, wo ich kam, also, hat die oben auf der Spitze gestanden. Ja, und jetzt geht hinten der Grashalm auch wieder runter. Ohne Wetter. Naja, weil sie halt über die Mitte halt, wo das Balance-Dings halt weg ist. Ja, aber die musste ja dann, ich kapiere. Was hatten die dort oft, was ist denn das, was da noch dran ist? Unten dran, dieses, was mit Kacke voll ist da. Ja, das ist eigentlich ein Grashalm. Ja, unter dem Grashalm, siehst du das nicht? Ceramis? Nein, guck doch mal hin, Thorsten. Ich sehe das wieder nicht. Guck doch mal hin. Kann nicht sein, dass du das nicht siehst. Guck mal mit den Augen nicht mit der Kamera. Schon mal ist weg ist. Ja, ist da was Lebendes oder was? Mensch, du sollst buchen. Mensch, du fragst. Ja, das ist ein Blatt. Wenn ich dich frage, was das ist, brauchst du mich doch nicht zurückfragen, was das ist. Das ist ein Blatt. Die sind alle nach unten abgegangen. Guck mal, da hinten, der Kumpel, der ist jetzt auch voll am Groundsurfing hier. Und jetzt geht er. Der hat die kleine Nase. Oh krass. Oh krass, oh krass. Guck doch mal. Der da hinten macht voll die Action, Alter. Der fliegt. Der fliegt. Und jetzt liegt der Grashalm wieder unten dort. Aber der da hinten ist auch voll geil interessant. Guck dir den mal an, der hängt jetzt nur mit einem Dings und tut mit all seiner Muskelkraft so einen übelsten Bogen machen und der starrt das Haus übelst ab. Ist er denn da? Ist er. Ja, da ist er. Der hat ja voll den großen Mund, Alter. Hihihihi. Ach, die sind so geil. Guck mal hier unten, die anderen zwei sind auch nach unten abgewandert. Die sind alle wieder unten. Die treffen sich wahrscheinlich abends immer wieder alle unten.
Die gehen gemeinsam mal hoch Luft holen und dann kommen sie alle wieder runter und ja, gehen spielen. Ja, die hier auch. Die machen auch so mehr so in Schwärmen nach oben und die Alten setzen sich gerade nach unten ab. Was macht denn Gary eigentlich? Wo ist der denn? Das ist bestimmt in seiner Hütte. Ja, genau, in seiner Hütte ist er. Wo ist denn seine Hütte? Seine Hütte ist da hinten das Revier. Hinter den Blumentöpfen. Auf der weißen... Sehe ich gerade nicht. Hier auf der runden weißen... Ah, dahinter, ja, genau, dazwischen. Sieh, ne? Sieh, eine Bohne gerade. So eine Kidneybohne, die schon ein bisschen braun geworden ist, nicht mehr lila. Crazy, diese Schnecken. Das ist viel mehr Action, als man denkt. Und schnell sind die, kommst du oft nicht hinterher. Hm. Oh, hier oben sind schon Schnecken. Rein. Guck mal, hier oben ist ein Schneckenleichen, Babyleichen. Ne, die lebt noch. Nee, die schwimmt doch einfach so an der Wasseroberfläche. Guck mal an, geil, die saugt sich an der Wasseroberfläche fest. Ja. Ey, geil, das ist ja mal genial. Guck dir das an. Krass, die tut so, als wäre oben drauf ein Deckel drauf. Okay. Ja. Und dann oh, klettert sie vorwärts. So heftig. Hast du schon mal. Hast du keine Schiss, dass die mal abhaken hier unten? Na, das ist das Maximalste. Bis hierhin ungefähr kamen sie. Ja? Raus. Ja. Da hingen schon ab und zu mal welche. Dann gehen sie auch wieder zurück. Okay, hängt auch gerade einer in der Luft. Das machen sie schon ab und zu mal. Ja, und die tun irgendwie auf der Oberfläche diese Algen wegessen. So, dann jetzt am Ende nochmal kurz Schluss. Die grobe Funktionsweise dessen. Diese vier Lampen, die ihr hier jetzt seht, die werden... Normalerweise, also jetzt, wenn ich da bin und Kontrolle drüber habe, läuft es über Strom. Ja? Netzstrom, da sind sie am allerhellsten und da ziehen diese vier Lampen, die normalerweise mit 8 Watt angegeben sind, über eine EMF-Schaltung, mehrere EMF-Schaltungen, so gewachsen, 16,5 Watt. Ja? Also von der Leuchtstärke her geht es vielleicht noch einen Tick heller, wenn sie original angesteuert werden mit den Netzteilen, die da eingebaut sind. Das sind so 8 Watt Vollspektrumlampen mit 7 verschiedenen LEDs, wo Infrarot mit dabei ist und UV mit dabei ist. Alles, was eine Pflanze so braucht. Ja, was dann noch ganz wichtig ist, ist, wenn man es zu Hause eben macht, ne, vor allem im Winter, wenn die Luftfeuchte ziemlich trocken ist, dass man so ein kleines Zelt drumherum bastelt, dass die Luftfeuchte hier drin bleibt, dann geht es schon halbwegs. Diese Radieschen sind jetzt hier hinten, die sind jetzt einen Monat alt ungefähr, ja, 3-4 Wochen, könnte es schon sein. Ein Monat nicht ganz, 3 Wochen ja ungefähr. Und machen sich bis jetzt ganz gut, toi toi toi. Die Kühlbox ist auch gleich mit angeklemmt worden. Müsst ihr zu Hause nicht machen, aber wenn ihr eine Kühlbox habt, und das Becken irgendwo aufstellen wollt, wo nonstop so um die 20 Grad Celsius sind oder auch unter 20 Grad Celsius, zwischen 10 und 18 Grad Celsius, dann könnt ihr das ganze Becken als Kühlung noch mit verwenden. Bei mir wird jetzt hier oben das Peltier-Element mitgekühlt. Ne, jedes Mal, wenn praktisch ist auch an der Zeitschaltuhr angeschlossen, wenn das Peltier-Element hier angeht, da habe ich jetzt keinen lauten Lüfter mehr, sondern da geht hier einfach nur die Pumpe, was mir Wasser durch den Kühler pumpt und nimmt dann praktisch das warme Wasser ab, was auf der heißen Seite des Peltier-Elements entsteht. Auf der anderen Seite ist es schön kühl, habe ich hier einen Kühlschrank und das Ganze zieht mich momentan hier 23 Watt zusätzlich. Ne, ist auch nicht nonstop an, mal 10 Minuten an, mal 10 Minuten aus. Reicht, dass hier drin die konstante Temperatur bei 11 Grad, 10 Grad ist. Ne, reicht für mich. Ja, das dazu. Dann hier ist eine weiße LED, eine kaltweiße LED und ein paar blaue LEDs mit reingekommen. Und jedes Mal, wenn der Lüfter mit angeht, geht auch hier vorne diese andere LED mit an, wo noch ein bisschen rote LEDs mit drin sind. Da habe ich halt ein bisschen rumprobiert. Da habe ich hier mal diesen Vierer Battery Switch aufgebaut, ne, wo dann immer... mit so einem Febreze Dufterfrischer war das gewesen. Ja, den kann man so hier umbauen, hinten den Stufenschalter ran und hier vorne, tja, kannst du jetzt schalten, ohne dass mir, ich drehe dich einfach mal so weiter. So,
die nächste Stufe. Ja, und dann werden die Batterien der Reihe nach alle halbe Stunde durchgeschalten. Und in Reihe werden sie geladen mit einem 1,5 Watt Netzteil, was nonstop am Strom hängt. Ja, also die Stromkosten dafür, die sind bei mir, was Pumpe betrifft und Zeitschaltuhr, bei... Ach nee, die Pumpe, die läuft bei mir von zwei dieser Alarmzellen hier drüben. Ne? Ist auch nicht nonstop an, ist nur einmal am Tag eine Stunde an. Und das reicht dicke aus. Also Pumpe und das Licht habe ich hauptsächlich auf Solar angebaut. Und die ganze Steuerungstechnik, was die Zeitschaltuhren betrifft und so, das habe ich aufs Netz geklemmt. Das zieht nonstop 3,5 Watt insgesamt, die Steuerung und das Laden der Batterien, die mir dieses Licht fürs Aquarium machen. Und in der Nacht kostet es mich dann nämlich gar nichts. Auch wenn das eigentlich 3,5 Watt zieht. Weil ich nachts über sonst nichts weiter an habe an Strom. Und das Ding mit den Stromzählern. Stromzähler drehen sich zwar manchmal öfters, als sie müssten. In bestimmten Stellen, also in bestimmten Situationen, drehen sie sich aber auch manchmal weniger, als sie müssten. Und weniger drehen sie sich dann, wenn man weniger als 10 Watt rauszieht. Dann sind die meisten Zähler nämlich so eingestellt, dass wenn diese rote Anzeige über diesen Schnapppunkt drüber macht, über diese Rücklaufsperre, dann kommt die manchmal sogar gar nicht drüber. Na, dann könnte man dann stundenlang, bei mir ist es jetzt so, dass ich stundenlang dann 6 Watt ziehen kann, ohne dass die Uhr unten mitläuft. Das sind natürlich nur Peanuts und Pfennige, das macht das Kraut nicht fett, aber allein fürs Gewissen ist es gut zu wissen, würde ich sagen. Das kann ich euch nochmal zeigen, wie es aussieht, wenn ich das mit der Solarbatterie betreibe. Das hier ist eine 150 Volt Solarbank, die mit solchen Solarpanels hier geladen wird. Und ja, das ist jetzt eigentlich viel zu kompliziert. Das ist so gewachsen. Ne? Das geht bestimmt auch noch viel einfacher. Ich saß halt nochmal, ihr könnt jetzt eigentlich das Video schon abklemmen, nur für die, die es jetzt wirklich noch interessiert. Also meine Solarpanels, hier drüben die respektive, die 150 Volt liefern, die zwei in Reihe, laden mir mit einem REMF, der hier hinten so schön leuchtet, diese Bank mit 150 Volt. Diese Bank wiederum haut diese 150 Volt über eine Entstörung, die mir der Calvin gebastelt hat, danke nochmal, auf den ersten REMF-Charger. Der erste REMF-Charger ist mit drei Netzteilen versehen aus diesen Lampen, die da drüben leuchten. Das sind 28 Volt Netzteile. Doch, die habe ich alle in Reihe geschalten, dass ich so auf 70 Volt ungefähr komme. So, diese 70 Volt gehen jetzt in diesen anderen REMF-Charger rein, mit hier ganz, ganz vielen, vielen Windungen. Und davon geht es, wo geht es denn ja jetzt eigentlich hin? Ach ja, und mit dem REMF-Charger geht es in diesen Batterieblock rein. Das ist zwar auch noch ein REMF-Charger für den Batterieblock, also der Batterieblock, der hat jetzt zwei REMF-Charger dran. Einmal ist der REMF-Charger hier von diesem kleinen Panel, 70-80-Volt-Panel. Das alleine hat aber nicht gereicht, dass die Lampen am Tag 12 Stunden durchleuchten, also musste ich den Pack noch mit dazu nehmen. Ja, da bekommt ihr jetzt praktisch zweimal Spannung, einmal von dem REMF und einmal von dem REMF, Solar-REMF. Und es geht weiter. Der 70-Volt-Block, 80-Volt-Block, ja, doch 66 Volt hat er jetzt ungefähr, der geht ja immer schön mit Sicherungen gemacht. Ich habe überall Sicherungen eingebaut, also keine Sorge. Ne? Die sind auch klein genug ausgelegt. Da mache ich mir schon Gedanken, weil sowas im Kurzschluss hier bei den Leitungen ist, muss nicht sein, das brennt dann wirklich. Der Batterieblock, der geht dann über diesen REMF. Ne, wir ziehen gerade über 100 MHz. Das habe ich eigentlich als Ampermeter umgebaut. Ne? Da habe ich so immer halbwegs im Blick, wie die Ampere gehen. Ja, hier kann man dann schön einstellen. Und der hängt jetzt endlich direkt an den LEDs dran.
Also habe ich hier wie viel? Ein RMF, zwei RMF, drei RMF, die auf alle Fälle dazwischen hängen. Ja, also es schaukelt hier hin und her und am Ende ziehen die Lampen 16 Watt. Ja, und die 16 Watt ziehe ich hier, die messe ich hier am Eingang. Also ja, ich erwarte nicht, dass das irgendjemand nachbaut. Wie gesagt, das ist gewachsen. Mal gucken, was wir für Erkenntnisse daraus gewinnen. Aber ja, mir gefällt das ganz gut, nur mit 16 Watt bei vollem Betrieb die Lampen leuchten zu lassen. Und jetzt ist es ja Batteriebetrieb, jetzt sind sie noch ein bisschen geringer. Aber trotzdem ausreichend. Ja, habe ich das Wichtigste euch jetzt mitgeteilt? Ich denke schon. Doch, ich denke schon. Als denn, bis später.